Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Powered by 7Loud, die Zukunft des Fernsehens. Carlo Imboden, Erfinder von ReaderScan, quasi der Quotenmessung für die Zeitung. Sagen Sie, wie viele böse Briefe oder E-Mails von Redakteuren haben Sie schon bekommen, denen durch Ihre Messung offenbart wurde, dass Ihre Artikel nicht so sehr gelesen werden, wie Sie sich das erhofft haben? Es hat schon am Anfang ein paar gegeben. Mittlerweile haben sich die Leute daran gewöhnt, dass es unterschiedlich hohe Quoten gibt. Am niedergeschlagensten waren am Anfang die Sportjournalisten und die haben sich dann auch manifest geäußert. Wenn sie sich dann in die Sache, in die Materie vertieft haben, haben sie gesehen, dass sie mit der Quote eben ihr Sportpublikum besser erreichen können. Welche Ergebnisse der ReaderScan-Messung haben denn die Redakteure und vielleicht auch Sie selber überrascht? Also zum Ersten muss ich sagen, was uns und wie wir es heute einschätzen können, ist, wie weit weg die Tageszeitung eigentlich vom Lesebedürfnis des Durchschnittslesers ist. Wir haben eine große Distanz zwischen dem, was die Journalisten produzieren in der Tageszeitung und dem, was die Leser tatsächlich wollen und nutzen in der Zeitung. Es gibt zu viele Stoffe, die sich nicht an der Masse orientieren, sondern die auf irgendwelche Sparteninteresse zugeschnitten sind. Es gibt Berichterstattung, Lokalberichterstattung über Beachvolleyball im Quartier. Das interessiert diejenigen, die dort Beachvolleyball spielen, aber nicht die breite Masse. Das geht dann an 300.000 Lesern oder mehr vorbei. Und dasselbe gibt es im Kulturbereich, dasselbe gibt es im Sportbereich und so weiter. Also vieles von dem, was in der Zeitung steht, will gar niemand gelesen haben, sondern nur ganz kleine Minoritäten. Wenn man jetzt der Quotenlogik des Fernsehens folgt, da ist es ja so, was viel Quote bringt, kommt in die Primetime. Was wenig Quote bringt, wird entweder ganz gestrichen oder landet im Nachtprogramm irgendwo versteckt. Kann man diese Logik dann auch auf die Zeitung übertragen? Nein, das ist bei der Zeitung ganz anders. Die Zeitung ist ja ein Gesamtprodukt, bestehend aus verschiedenen Elementen. Wenn ich am Schluss nur noch das in der Zeitung drin habe, was die höchste Quote hat, dann wird diese Zeitung nicht mehr gelesen. Dann ist das möglicherweise Sex and Crime, die als Unterhaltungsstoffe zwischendurch nach 8 Seiten Politik sehr wohl gelesen werden. Wenn ich aber nur noch eine bunte Zeitung daraus mache, dann wird die Zeitung überhaupt nicht mehr gelesen. Also wir können sehr schön feststellen, wenn ich dort überdrehe, wenn ich von dem zu viel bringe, was gut gelesen wird, dann fällt die Quote in sich selber wieder zusammen. Das ist dasselbe, wie wenn ein Discounter nur noch das bestdrehende Produkt in den Laden stellt, dann geht er auch kaputt. Das heißt, was wäre die Lösung, die Konsequenz? Die Konsequenz ist, auf die Mischung kommt es an. Ich muss ein Gespür entwickeln, wie die Breite, was sind die Interessen, die Leseinteressen der breiten Masse, und ich muss so schreiben, dass die breite Masse es versteht. Die Erzählperspektive ist in vielen Fällen falsch. So wie der Journalist gewohnt ist zu schreiben, so versteht es der Leser nicht, er steigt in die Geschichte gar nicht ein. Und die Art und Weise, wie es dann abgehandelt wird, auch in der Sprache beispielsweise, ist weit weg von der Sprache des Lesers. Und für die Meldungen, die Nachrichten, die nur eine sehr kleine Zielgruppe interessiert, was passiert mit denen, mit den Beachvolleyball-Nachrichten, mit den lokalen Kulturnachrichten? Fallen die ganz runter? Nein, die fallen nicht runter. Hier muss die Zeitung lernen, auf der einen Seite die Redaktion, auf der anderen Seite aber auch der Verlag, ein neues Businessmodell zu entwickeln. Und dieses neue Businessmodell heißt, das, was die breite Masse angeht, was massentauglich ist, das gehört ins Printmedium, und die Spartenprogramme rufe ich dann online ab. Und ich biete dem Leser, dem Nutzer, biete ich ein Gesamtpaket an, das besteht aus einer gedruckten Zeitung und einer Zugangsberechtigung eben zu diesen Spartenprogrammen online. Damit pflastere ich die Zeitung nicht mit irrelevanten Dingen zu, die für die breite Masse irrelevant sind, sondern dort steht nur noch Relevantes drin. Und im Online kann sich dann jeder sein Spartenprogramm holen. Wie müssen sich die Zeitungen auf die Online-Leser einstellen? Also erstens muss man zur Kenntnis nehmen, dass jeder Stammleser der Zeitung, der wegstirbt,
muss heute ersetzt werden durch einen jüngeren Leser. Und da können Sie mit 90%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er eben ein crossmedialer Nutzer ist, dass er sich Nachrichten eben in anderen Medien bereits geholt hat. Das muss ich berücksichtigen. Ich kann nicht so tun, wie wenn es diese Leser nicht geben würde. Ich kann die jungen Leser nur erreichen, wenn ich das Produkt auf sie einstelle. Das, was im Moment aber getan wird, ist etwas anderes. Ich berücksichtige nicht, was diese jungen Leser bereits gelesen haben online, sondern ich versuche, sie mit Kaffeemaschinen zu ködern. Touri 2 TV, das Branchenfernsehen.